der Nacht des Zuffes und des Weibes. Wir sind jetzt wieder bei Ankh 2, das Herz des Osiris. Und ja, schauen wir uns doch mal den Elefantenkopf an. Das ist ein Elefantenkopf, der als Abflussrohr funktioniert. Nanu, habe ich da gerade eine Stimme gehört? Hoppla, die zwei kennen wir doch. Hallo? Schon wieder. Ich höre schon wieder Stimmen. Stimmen. Warum peinigt ihr mich? Ich bin dein Gewissen. Du solltest sie mal wechseln. Krokodile? Krokodile? Ah, nicht schon wieder. Falscher verbunden. Schon wieder Stimmen. Deine Sandalen stinken zum Himmel. Du solltest sie mal wechseln. Deine Sandalen stinken zum Himmel. Du solltest sie mal wechseln. Was? Ich habe mir die Füße schon letzten Monat gewaschen. Tut mir leid, falsch verbunden. Hallo? Schon wieder. Ich bin dein Gewissen. Hast du mir irgendetwas zu beichten? Ich bin dein Gewissen. Hast du mir irgendwas zu beichten? Beichten? Ich? Nicht, dass ich wüsste. Außer vielleicht das mit dem Steinschere-Papier-Spielen. Wieso? Was ist denn damit? Naja, mein einfältiger Kumpan hier, der hat das Spiel noch nicht so recht geblickt. Er kennt nur den Stein. Und somit kann ich ihn immer besiegen. Deshalb verliert er immer und muss der dämlichen, Verzeihung, hochwohlgeborenen Pharaos Tochter ihre Wünsche erfüllen. Hast du noch schmutzigere Dinge zu berichten? Hast du nicht noch schmutzigere Dinge zu beichten? Das mit der Damenunterwäsche geht nun wirklich niemanden was an. Wie bitte? Schon stimmt. Ich bin dein Gewissen. Ich bin immer dein. Noch. Beichten. Oh. Wieso? Naja, er kennt nur. Deshalb Verzeihung. So lass deinen Freund gewinnen. Als dein Gewissen sage ich dir: Lass deinen Freund gewinnen. Werdet ihr Stimmen mich dann in Frieden lassen? Aber sicher. Na gut, dann werde ich das nächste Mal die Schere spielen, anstatt das Papier. Ehrlich gesagt, das sind die zwei Palastwachen. Wie blöd kann man eigentlich noch sein? Die sind dümmer als der Pharao erlaubt. So, Fledermaus, guck mal. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Klappe, Klappe. Ah! Hilfe! Eine Fledermaus! Oh Mann, schon wieder. 1, 2, 3. Hey, diesmal habe ich gewonnen. Tja, dann. Keine Sorge, das haben wir gleich. Oh, so ein starker Mann. Willst du nicht ein wenig bleiben? Nun ja, wenn es meine Pflicht ist. Nanu, wo bleibt er denn? So Leute, wir können jetzt ganz brav reinmarschieren in den Palast. Ohne viel Feder lesen sozusagen. Und dann nehmen wir auch die Treppe. So Leute, Ankh 2 wird schon oben sein, wenn dieser Part ist. Ich nehme gerade in wenige Tage nach Ankh 1 auf. Weil ich konnte die Finger nicht von diesem Spiel lassen. Wie ihr seht, ich kann es wirklich nicht lassen. Die Tür ist verschlossen. Und bevor ich jetzt irgendwas höre, ja. Was mag wohl dahinter sein? Ich frage mich, ob hier irgendwo eine Waschmaschine ist. Betrete Thronsaal. So.
hockt ein Pharao. Er scheint mit den Falltüren verbunden zu sein. Aber es ist sicher zu laut, wenn ich ihn jetzt benutze. Wer bist du? Und warum schleichst du des Nachts durch den Palast? Ich wollte die Küche und wollte die Fischgräten aufräumen. Gegenfrage, was machst du denn hier, na? Gegenfrage, was machst du denn hier, na? Ich? Ich bin die offizielle persönliche Wache des Thronsaals. Und jetzt raus aus meinem, aus dem Thronsaal des Pharao. Also was ist für Jobs heute so arg? Geht persönliche Wache des Thronsaals? Ah, du schon wieder. Wer warst du doch gleich? Die neue Küchenhilfe. Ich bin die neue Küchenhilfe und wollte die Fischgräten wegräumen. Dafür verlange ich stichhaltige Beweise. Zum Beispiel ein leckeres Couscous-Gericht. Das dürfte dann ja nicht zu viel verlangt sein. Wäre es auch nicht. Also Leute, unser nächster Auftrag. Wir müssen gefräßigen Wachen Couscous. Vom Pharao abgeknabberte Fische. Ekliger geht's ja wohl kaum noch. Geht leider schon. Geht leider schon, ekliger. Also Leute, es ist klar, wir kommen an denen nicht vorbei, ohne ein Couscous-Gericht zu haben. Was verbirgt sich? So Leute, drei Vorhänge. Was verbirgt sich hinter Vorhang Nummer 1? Vorhang auf! Nichts. Hinter Vorhang Nummer 2? Vorhang auf! Das gleiche wie im Vorhang Nummer 1, nichts. Vorhang Nummer 3? Vorhang auf! Was ist denn das? Eine fette Kuh? Ihr liebstes Werkzeug. Die Burgerküche von Burgerkoch zu Ding. Das sind die 10 Kochverbote. Vom Burgerbrater zur Kochtusse des Pharaos. Jetzt wollte ich schon Kaiser sagen. Kinder, Kinder, Kinder. Was sind denn die 10 Kochverbote? Du sollst nicht kochen, schmutziges Essen. Du sollst nicht nehmen, eine feuchte Grundlage. Du sollst nicht trocknen lassen die saftigen Speisen. Du sollst nicht nehmen vom feurigen Fleisch. Du sollst nicht vergessen, in Demut zu trauern. Du sollst nicht übertreiben mit der Gurke. Du sollst nicht verlassen die Gesundheit. Du sollst nicht vergessen die Schärfe. Du solltest nicht rühren deinen nächsten Topf. Du sollst nicht vergessen den feinen Geschmack. Wer ist das jetzt? Unglaublich. Burgerbraterin Olga wurde zur Palastköchin befördert. Sie hatte sich erschlagene Argumente zur Hand. Glaube ich auch. Das scheint nicht zu funktionieren. Wenn sie nichts mehr in der Hand hat, wird sie bestimmt wach. Glaube ich auch, also. Das wird nicht funktionieren. Wenn sie nichts mehr in der Hand hat, wird sie bestimmt wach. Ja, meinst du, was ich da mit der Bratpfanne vorhabe? Das wird nicht funktionieren. Aber es wird ja nicht funktionieren, Frau Madame. Das wird nicht funktionieren. Gut, sie Fuchs, was war das jetzt? Nicht fluchen, du bist im Let's Play Track. Hier ist alles so verlassen. Ich könnte dir eine überreife Frucht geben oder ein bisschen. Das brauchen wir für Katze. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Seltsamer Zufall. Die Türen sind immer verschlossen im Adventure, Frau Sherlock. Das wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren und das wird nicht funktionieren. Und was hängt man stattdessen noch? Was war das? Irgendwas hängt mir ihr ran. Das weiß ich noch ganz genau. Aber was? Der Sitzplatz für einen pharaonischen Hebelzieher. Ich warte noch. Kommt sofort. Wie denn? Metallener Ring. Okay. Wie interessant. Ein verzierter Metallring. Ich frage mich, für was der Pharao einen metallenen Ring braucht. Über seinen Thron. Das gar keinen Sinn macht. Aber wir können jetzt das machen, was ich eigentlich wollte.
Das wird nicht funktionieren. So wird es nicht funktionieren? Das wird nicht funktionieren. Wie es funktioniert? Wow, das hat geklappt. Es hängt ein großer Schlüssel dran. Einer? Für welche Tür könnte das sein? Für welcher Tür sind wir unverschlossen vorbeigekommen? Was war das nochmal? War das die Tür zur Küche, glaube ich? Nee, ich glaube, es war es nicht die Tür zur Küche. Aber vielleicht Schlüsselbund, vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Der Schlüssel passt! Wirklich? So, so weit, so gut. So weit, so gut. Aber den Pokal haben wir immer noch nicht. Wie komme ich wohl in den Keller? Da ist ein Fahrstuhl, aber der ist kaputt. Das hilft mir bestimmt nicht weiter. Auch müsste doch weiter nehmen. Duftet gut. Hört mal hier. Dieses Gemüse und seine Verwandten werden einmal als farbliche Inspiration für ein leckere Paprika. Ein Verkehrsmaterialprinzip ergänzen. Den musste ich als Kind immer trinken. Die will ich nicht zu lange in der Tasche haben. Mitgenommen. Wer weiß, wozu man es braucht. Frisches Hühnchenfleisch. Eine sehr heiße Herdplatte. Scharfes Zeug. Ich nehme mal diesen Löffel an mich. Leute, was das für einen Sinn hat. Eine ziemlich große Gurke. Ich werde kochen. Gutes Kind, ich werde kochen. Umgeklappt. Umgeklappt. Jetzt habe ich einen Teller. Das scheint nicht zu funktionieren. Was brauchen wir jetzt noch alles? Das Blut ist nicht mit Haut und Haaren. Finger weg von dem Kuchen, die Polarkatze. Hat das überbrustet, glaube ich auch. Ein äußerst aggressives Geschenk eines norwegischen Häuptlings. Das Blut ist nicht mit Haut und Haaren. Das scheint nicht zu funktionieren. Schade. Also Leute, wir werden, wie es wahrscheinlich aussieht, den nächsten Part kochen. Nee, aber ohne Scheiß, ich kann wirklich kochen. Laut meiner Mutter schmeckt es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber man kann es kochen. Das scheint nicht zu funktionieren. Scheint ganz zu funktionieren. Aber war auch so. Der Widerstand ist zu stark. Die Scharniere geben nicht nach. Und da war ja noch was. Extremköchin Tara wird was daraus zaubern. Ein Behälter für Speiseöl. So, das Öl habe ich bei mir. Sehr schön, kauf dir einen Oscar davon. Das ist Oscar da hinten. Er trieft nur so vor Öl. So Leute, ich mache jetzt noch kurz die Vorbereitung, was wir kochen, das Kochzeug. Dann können wir nämlich im nächsten Part auch schon lustig weiter loskochen. Jetzt kombinieren wir noch die Glück. Es ist eklig genug.
stellt euch mal vor, ihr seid in der Küche und da lauft. Und da ist eine. Und da oben läuft ein Tisch. Da laufen Ameisen hoch, die eine Fischfläche oben haben. Ameisen haben sich zurückgezogen. Soll ich gleich eine halbe Stunde rumklicken, Leute? Das ist nicht klar, was eine vom Pharao abgenagte Fischgräte. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich habe den Ameisen den Sack weggenommen. Die Ameisen sind zurück und holen sich neue Beute. Bring doch nach, du dämliches Vieh. Das wird doch nicht so schwer sein, oder? Ah, dahin habe ich den gehen müssen, genau. Jetzt müsste ich die Taste haben. Das ist jetzt ein bisschen Freunde. Und ein bisschen lustig. Also ich habe selber eine Katze. Eine sehr heiße Herdplatte. Ich glaube, das hat die Katze auch gerade so gemerkt, dass die Herdplatte ein bisschen heiß ist, Tara. So, wir vertesten die Tom. Man munkelt, der Pharao kriegt jeden Tag einen Block Eis aus Finnland geliefert. Ich schaue lieber nicht genau hin. Otternasen. Also wenn das nicht dekadent ist, weiß ich auch nicht. Ist ja schon ein bisschen, ja, schon ein bisschen eklig. So Leute, dann haben wir alles zum Kochen. Und ich würde sagen, wir treffen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Cooking. Ich habe den Namen vergessen. Bis dahin finde ich den Namen raus. Versprochen, Leute. Also Wiederschauen, reingehauen und Servus.